Und da sind wir wieder bei Vegasif, mir Sefi und Jutis. Hallo. Hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Angestalt? Jo. Oh. Nur wer das Schwert aus der Erde zieht, wird der neue König von Mallorca. Das ist doch zu einfach. Das ist zu einfach. Herzlich willkommen. Du hast das wahre Masterschwert wieder. Nun kannst du die Bugrins endlich zurechtstutzen und wieder mit Fey sprechen. Yay! Hey, Moment mal. Schwert wegschmeiß. Besser? Ja. Entschuldigung. Ja, nimm sie weg. Vielen Dank, Gebieterin. Bitte entschuldigt, dass ich eben nicht bei dir sein könnte. Oh, das waren die schönsten 5 Minuten meines Lebens. Ich habe dort hinten rechts eine starke Präsenz gespürt. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass es sich dabei um den Drachen handelt, der eine Stimme des Heldenliedes hütet. Ich empfehle, deine restliche Ausrüstung einzusammeln und dich dann auf der Suche nach dem Drachen zu begeben. Auch wenn ich das nicht vermisst. Nein. Schön! Yay! Yay! Speichern! Tja, wir haben keine Flasche. Aber wir haben unser Schwert. Das ist schon mal 90%. Tja. Ah. Kann man, ja, kann die doch nicht da hochrollen, oder? Hätten wir es raus. Das geht doch nicht, das kann doch nicht funktionieren. Oh. Ich musste gerade das Ding so komisch halten. Einmal probieren wir es noch. Scheiße! Was ist eigentlich in der Truhe drin? Gute Idee. Naja. Hätten sie hier auch, ne? So, was haben wir hier? Quark und Blag. Wir haben ein Taxi gerufen. Ich glaube, da kommt es nicht drauf. Ne. Oder? Oh, jetzt sind wir verflucht. Naja, wir sind ja standgewohnt. Ja, aber wir konnten das Ding da aktivieren. Ach so. Später nochmal zurückkommen. Jo. Das Ding da gar nicht gesehen. Falls später, das, falls es später überhaupt noch geht. Ja. Da oben. Bock. Ach, wir haben Käferlin nicht. Hm. Geht's hier auch mit dem Enterhaken? Ach nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Mit der Schleuder auch nicht. Nein, kann ich nicht. Kommt man da rüber? Ja, komm, spring. Das sieht so weit entfernt aus. Dann kannst du ja wieder runter und kann mal probieren. Also nachher oder jetzt oder wann? Ja, lass mal jetzt machen. Weil wir bestimmt das letzte Mal sein, dass wir da sind. Ah, was jetzt? Lass es so. Jetzt gucken wir, ob wir den da schon wegmachen können. Naja, ist nicht weit genug. Oder? Ich schätze das Masterschwert. Ja, irgendwie total. Ich habe auch das Gefühl, die Reichweite ist länger geworden. Gerade noch so. Ich wollte den Helden helfen. Super, mitten im Vulkan. Vielen Dank. Kein Problem. Noch unseren kleinen Lieblingspflanzen. Jo. Nimm mal eine mit. Was passiert? Ja, das Wasser, Lava. Aber Windbaker-Style.
Hallöchen! Yeah! Das habe ich damals bei Wind Waker auch gemacht, als ich zum zweiten Mal der Bastion wieder angekommen bin. Bappen! Aber erstmal. Du hast die Abenteuertasche wieder. Und sieh nur, deine restlichen vermissten Items sind auch dabei! Ich gebe dir mal einen Job. Ich stell dich hiermit zu meinem offiziellen Schild ein. Zum hochrangigen Schildträger. Ja. Schön. Ich war noch nie so glücklich, dass wir Items haben. Hier liegt immer so ein Mikro. Oh, da ist ja was. Und jetzt ist da hinten was. Ich guck da lieber hin. Oh, es kann noch ein bisschen dauern. Wir können noch mehr nehmen. Ach, wir können ja mehr nehmen. Stimmt ja. Boah, ist das schön. Oh, warte. Warum kommst du erst jetzt? Hättest du auch mal das sagen können? Ich dachte, du wüsstest, was du tust. Wann weiß ich mal, was ich tue? Ich muss mir gerade ein bisschen sagen. Müssen wir nicht wieder zurück zum nächsten? Wir müssen noch das Teil da aufmachen. Ich dachte, das wäre der Weg dahin. Ja, das war's. Passt. Siehst du. Wieso? Weil wir hier lang müssen? Weil wir von hier wieder runter. Wir hätten doch eigentlich erst wieder da hoch. Achso. Was? Da hoch müssen wir, wo das, was wir gerade freigemacht haben. Dann müssen wir zu der einen Tür, wo wir erst gesagt haben, da brauchen wir noch Käferli für. Wo wir den Stein da hatten. Erstmal gehen wir rutschen. Rutschen! War ja besser als gut. Nein, auf der anderen Seite. Wir müssen auf unsere Taxi warten. Taxi! Die hören so. Wenigstens würde die blöde Plattform kein Geld haben. Das wäre ja noch die Höhe. Das wäre das Funzen. Kommt so ein Arm raus. Bitte Geld. Katsching. Ich will nach vorne gucken. Link, guck nach vorne, wenn du am Steuer bist. Nö. So, Dalle. B. Drückt halt und Käferli. Ich habe unser Käferlein vermisst. Ist wegbloppt. Ich glaube, der Käfer ist das mysteriöste Item, was ich kenne. Aber auch mit das geilste. Das und innovativste. Und vielseitigste. Ich meine, das Ding kann fliegen, du kannst mit Auskunft schaffen, kannst eine Bombe tragen, kannst Sachen einsammeln. Ja, das ist schon eine Menge, was du damit machen kannst. Oh, schön. Lava. Toll. Du bist nicht Volga! Oh, ein Mensch schafft es, dieses heiße Land zu durchqueren. Sieh an, sieh an. Sieht genauso aus wie der Blaue. Du trägst das heilige Symbol auf deiner Hand. Vor langer Zeit hat mir die Göttin eine Weise anvertraut. Und du bist derjenige, für den sie gehütet habe. So sei es, Menschenkind. Höre meine Stimme des hellen Lieds. Na, wenigstens müssen wir hier nicht durch Lava tauchen und Melodien einsammeln. Jetzt ein Kaffee wäre geil. Und ein Donut. Irgendwie ist der Typ da gruselig. Das habe ich auch gerade.
hast eine Stimme des Heldenlieds erlernt. Die Textbox hätten sich auch verknicken können. Der Ausbruch des Vulkans war das Werk meines Zauns. Und du bist hineingeraten. Hier. Hitzkopf. Verzeih mir, schon bald werden sich Erde und Himmel in ein freundliches Licht färben. Jetzt kannst du aufbrechen. Los, verpiss dich. Mit Freuden! Yay, haben wir das auch geschafft. Schneller als ich. Ja. Wie bin ich hierher gekommen? Im Ernst, ich habe keine Ahnung. Mir egal, ich gehe einfach zur Speicherstadt. True. Gebieterin, ich habe dir noch etwas zu berichten. Die Eruption des Vulkans ist zu Ende. Es ist nun möglich, wieder zurück ins Wolkenmeer zu reisen. Ging das vorher nicht? Aber nee. Sehr gut, Gebieterin. Du hast nun bereits zwei Stimmen des Heldenlieds erlernt. Besuche nun als letztes die Wüste Ranel. Oh Gott. Ins Wolkenmeer! Das Schöne ist, diese Stimmen gehen recht schnell. Ja. Man hätte auch noch einen Dungeon ran machen können. Nein. Ja. So, und ohne Umschweife oder wollen wir nochmal eben das Dings? Wo ist denn das? Da drin. Nö, ne, da fliegen wir eh nochmal hin, ne? Ja, ich denke schon. Ja, würdest du Naisha wollen? Ja. Ich erinnere mich sowieso daran, dass es hier noch so einen Game-Breaking-Speicher-Bug gab. Ich weiß nur, dass es ihn gab hier mit diesen Stimmen und bla bla bla. Aber ich weiß nicht mehr, wie genau es funktionierte. Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare und warnt eure Kollegen. Ja, es gab auch gerade von Nintendo's Seiten auch schon einen Patch zum Download. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den mal runtergeladen habe, ob ich den überhaupt drauf habe. Mir ist es beim ersten Mal nicht passiert. Ja, auch nicht. Du warst ja nie so weit. Ja, ich habe das auf jeden Fall so gemacht. Ich habe alle drei Stimmen an einem Tag gleich eingesammelt und fertig. Mhm. Mir ist da nichts passiert. Müsste ich sonst vielleicht gleich nochmal nachgucken, was sonst ist passiert. Ja, ich bin hier einfach mal, ne? Ja, bis du da bist, ist doch keine Rolle. Während du fliegst, ich schau mal. Wahrscheinlich bist du schon längst da, ehe mein Wackelhirn mal fertig ist. Ja. So, wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ah, sehr schön. Der Mondsteg schätze ich mal hier nicht. Hier unten müssen wir irgendwie hin. Schätze ich mal. Ja. Ich weiß, das war dann, glaube ich, in diesem Bereich hier zwischen den beiden Sachen. Irgendwo, ja. Dann? Pack dich mal irgendwo hin. Aber nicht hier zur Ranel-Mine. Ach, geh mal da, wo der Dungeon war. Pack dich mal irgendwo hin. So, bin da. Mach mal die Karte auf. Ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo wir hin müssen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir müssen hier durch die Ranel-Höhle. Gut. Wo ist er lang? Da hattest du schon so ein... Ach, da ist die Markierung schon gesetzt. Gut. Ja, wann sind die denn hier? Und immer. Achso, ich kann sagen, keine. Ah, ja. Kannst du dich da schon ranziehen? Da vorne. Ja, ich guck mal wegen dem Vogel, nicht dass er mich gleich. Oh, Entschuldigung. Seit wann schmuckst du zwei Steine? Nein, geht nicht. Zum anderen links von der anderen Seite. Ja, ich sehe es auch gerade. Alter, Link, geh da hoch! Also, nach dieser Aktion kommt Link mehr wie so ein Vollidiot Tollpatsch rüber. Überhaupt keine Ahnung mehr, wo es lang ging. Bin ich hier überhaupt auch nur ansatzweise richtig? Was fahren wir jetzt? Nein.
Naja, das ist total falsch. Ja. Gut, dass sie endlich anlanken. Ich gehe gleich erstmal da zum Tempel hin. Aus der Mitte. Ja, schon wieder. Ich denke, wir sind eine komische Katze. Oh, das ist aber cool. Wow. Da kannst du dich mal sehen. Ich will da nicht wieder auslöschen. Dann da über die Mühle. Sorry, ich muss erst wieder reinkommen. Ich hab doch so lange nicht mehr. Wollen wir das Ding unten nochmal aktivieren? Achso, der Bug tritt nur auf, wenn man das in der falschen Reihenfolge macht. Ah. Wenn man zuerst in die, wenn wir zuerst hier in die Wüste gehen. So ist klar. Jetzt sind wir hier. Und wir müssen wieder zurück. Ja, wir müssen einmal zurück und dann wieder auf die Lore, schätze ich mal. Ja. Oder können wir hier einfach wieder hochsprinten? Das wäre zu einfach. Ich glaube, sonst hätten wir auch sie. Ja, gut, nee. Ja, wir müssen hier diese Krebse doch als Ding nutzen. Das ist wohl nicht mein Plan. Schade. Rein theoretisch. Ich und meine Bombe. Sorry. Ich wusste nicht, dass das passiert. Gut, dann machen wir es wieder auf die altmodische Art, weil das andere ja alles nicht funktioniert. Kein Problem. Langsam gewöhne ich mich an Wackelkontakte. Bitch. So. Mama, geh auf die Kühlschrank, das ist nicht mehr möglich. Ey, so. Ist gut. Ich machte die Wüste noch nie. Ich mache allgemein keine Wüsten. Auch die Wüsten in Golden Sun ging. Ja. Und die Gerudo Wüste in Twilight Princess war auch okay. Ja, das stimmt. Uns darauf, dass nur einige Wüsten kacke sind. Aber alle Wassertempel sind scheiße. Das stimme ich dir zu. Kurz nachgedacht. Ja, doch. Hey, du da! Bist du nicht Lydia? Das ist ein anderer Grund, oder? Ja, was für ein Zufall! Dich wollte ich sehen! Ja, der andere da hat so eine Stange mit gespritzten Lippen. Ah. Komm mal her zu mir, ja? Ja.
Hast du die heilige Flamme, von der du erzählt hast, mittlerweile gefunden? Seit ich davon gehört habe, konnte ich kaum an etwas anderes denken. Du musst mir alles erzählen. Oh, du kannst nicht reden. Was für ein Abenteuer. Ich bin wirklich beeindruckt. Wow, er hat seine Lebensgeschichte in nur 2 Sekunden erzählt. Respekt. Du bist eine echte Heldin, Lydia. Ich kann dir etwas von der Legende der 3 Drachen erzählen. Hier in der Nähe scheint es eine verborgene Gegend zu geben. Ich habe einen kleinen Gang gefunden. Leider passe ich da nicht durch. Na, oh, wirklich? Meiner Ansicht nach haust dort der Donnerdrache, einer der legendären 3 Drachen. Ich bin mir zudem sicher. dass auch die Roboter etwas mit der Sache zu tun haben. Der Donnerdrache, die Roboter, die Steine der Zeit. Der Karton hinter mir. Na, jetzt. Was für ein Mysterium! Schön, ich setze mich erstmal hin. Ich glaube, mittlerweile müssen wir wahrscheinlich auch cutten. Ja, müssen wir. Wir sind bei 20. Und in dem Sinne verabschieden wir uns hier sitzend mit dem Blick auf den Grund. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Ich muss Dings machen. Entschuldigung.